Servus Leute, da bin ich wieder. Gestern habe ich es mit dem Klaus, mit dem Bekannten, drüber gehabt über Trekkingplätze, dass man es da mal schöner Overt machen und so. Und da sind wir aufs Thema gekommen, Zelte oder Hängematte etc. Ich bin ja ein Bodenschläfer, ich habe ja mein Tarp oder mein Zelt dabei oder was weiß ich was. Und jetzt ist mir aber im Laufe des Gesprächs ist mir wieder in den Kopf gekommen, dass ich seit Jahren da oben also eine ganz billige China-Hängematte rumliegen habe, wo ich noch nie ausgepackt habe. Und ich habe es jetzt aus dem Keller rausgegruschelt und ich werde es jetzt mal versuchen aufzubauen. Ich weiß überhaupt nicht, was dabei rauskommt. Und falls du auf das Chaos Bock habt, dann bleibt da drauf. Viel Spaß. Ja, also wie gesagt, heute teste ich mal diese Hängematte, diese billig low-budget China-Hängematte, wo ich im Keller rausgegruschtelt habe, wo wirklich noch komplett jungfräulich ist. Ich muss auch dazu sagen, ich habe noch nie Hängematt geschlafen im Wald oder so. Mal im Urlaub mittags drin gelegen, zwischen den Palmen, aber noch nicht so overnight mit Hängematte habe ich noch nie was gemacht. Ich habe meistens klassisch mein Tarp gespannt und dann ist der Matschlaufsack fertig oder halt im Zelt, wenn wir auf dem Acker sind oder so. Das sind wieder die Viecher. Ja, und dann habe ich gedacht, ich fahre mal nach Estringe in das Waldstück, wo wir da haben. Da war ich jetzt schon ein paar Mal mit euch. Und das ist ja ein Sumpfgebiet eigentlich, ne? Und ich habe jetzt gedacht, heute ist es vielleicht mal nicht so schlimm mit den Viechern, weil es ja wirklich in letzter Zeit extrem trocken ist. Und, aber das ist jetzt krass. Also hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ich schwinge euch mal nach vorne. Hier war ja immer der Bach und um den Bach rum war ja diese Sumpflandschaft, sage ich jetzt mal. Also man sieht schon noch, dass hier noch ein bisschen Feuchtigkeit im Boden ist, klar. Aber der Bach ist komplett weg. Komplett weg. Ja, man sieht natürlich auch hier allerlei Spuren. Wildzeug und alles am Start hier. Ist ja auch schön durchgewühlt. Aber der Bach ist echt komplett weg, ja. Wahnsinn. Also da ist schon noch Feuchtigkeit drin. Wenn man ein bisschen graben wird, hätte man auch Wasser. Aber das ist schon krass, gell. Also, das ist wirklich, ihr habt es ja schon gesehen auf den Bildern. Ich bin ja hier schon verzweifelt mit dem Feuer machen und alles, weil ich gar nichts Trockenes gefunden habe hier. Und dann jetzt hier das krasse Gegenteil. Also wirklich fatztrocken alles. Wahnsinn. Naja, da ist der Grenzstall. Ich habe nämlich gerade gemerkt, ich bin komplett auf dem falschen Grundstück. Hoppla, so ist das zugewachsen. Und ich dappe jetzt hier wirklich gerade durch das komplett ausgetrocknete Bachbett hier. Also da ist wirklich, da ist feuchte Erde, das ist alles. Und ihr seht, das liebe ich so an dem Stück hier, da ist wirklich alles wild und kein Forst und was weiß ich was. Es ist zwar nicht groß, ist eine kleine Streife. Ich glaube 200 Meter lang oder so irgendwas, oder 300 Meter, ich weiß gar nicht genau. Recht schmal, aber im Normalfall hat man seine Ruhe. Und ich muss sagen, jetzt wo es so trocken ist, geht es sogar mit den Viechern. Aber ich habe mir halt schon extrem eingeschmiert. Weil hier hat es halt nicht nur die ganzen Moskitos, hier hat es halt auch extrem viel Zecke. Und Zecke, das wissen wir alle, die gehen tierisch auf das Senkel. So, aber wo spanne ich jetzt die Hängematte? Noch Bäm genug gibt es ja eigentlich da. Und man sieht da zu der Wildwiese da hoch, ist alles zugewachsen. Also da hat sich doch einiges verändert. Ja. Aber ich steht nichtsdestotrotz sagen, da wird sie gespannt. Sieht man das? Denn und? Boah, denn da, genau. Ich weiß nicht mal, wie groß das ist. Ich habe sie wirklich, jetzt ohne Scheiß, ich habe das Ding mal bestellt. Ich weiß es nicht mehr. Wish, Gearbest, irgend so ein China-Lade, was ich spottbillig war. Und ich habe sie nicht mal ausgepackt, ohne Scheiß. Mir ist es gestern wieder gekommen, dass ich die noch habe. Und das wäre. Probieren wir das jetzt mal. Mal gucken, ob es was wird.
So, also das ist der Beutel hier. Ich habe es jetzt gerade mal daheim in der Waschküche mal kurz ausgepackt, dass ich wenigstens weiß, ob was dabei ist. Und Sarah, das fühlt sich doch schon extrem dünn an. Also ich bin echt mal gespannt. Ich schaue jetzt erstmal, wie groß das überhaupt ist. Und wenn wir da hinkommen. Karabiner sind dabei und hier ist, das ist immer festgemacht, sieht ordentlich aus, aber okay, hier haben wir lose Gurte dabei. Oh je, da bin ich mal gespannt. Vielleicht hätte ich mich vorher mal informieren sollen, wie das geht am besten. Ich denke, ich mache jetzt einfach mal Schlaufe neu. Jetzt sind halt leider keine drin. Dann lege ich das hier einfach mal so in den Baum rum. Dann gucken wir, wie sie den Fisch gemacht haben. Aber ich hole euch mal ein bisschen näher, dass ihr das Spektakel auch miterleben könnt. Also ein Reißverschluss. Wieder mal auf die Seite. Das reicht so. Ich hoffe, ihr erwartet jetzt keinen Mörderknoten von mir. Also ich bin problemlos Etab abgespannt, aber wie gesagt, Hängematte, ich habe auch keine Ahnung. Ich probiere mal jetzt einfach mal. So. Ich denke, die, wo regelmäßig in Hängematte schlafe, die wir jetzt wahrscheinlich schon erkannt habe, dass ich ein absoluter Noob bin, wenn es um Hängematte geht. Ich weiß aber auch nicht, ob das wirklich so Sinn der Sache ist, dass man hier einfach nur einen Gurt hat, ohne Schlaufe, ohne alles. Was ich aber gerade eben gemerkt habe, ist, dass man sich vielleicht nicht den dicksten Baum vom ganzen Wald raussuchen sollte. Ne? Weil ich hier gar meine Schlinge nicht außen rumkriege. Aber ich probiere einfach weiter. Ich werde mich dann mal nachträglich, wenn die was taugt, also ehrlich gesagt nicht klar, werde ich mich mal um Knoten kümmere. Aber jetzt schauen wir erst einmal, dass wir das Ding irgendwie zum Hängen bringen. So. Ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ihr diese litterige Knote sehen würdet, was ich hier gerade mache, geht's euch ganz anders dann mal.
Ach, da ist sogar ein Moskitonetz dabei. Okay. Sehe, da ist noch Moskitonetz dabei. Normalerweise wird es anscheinend hier an wirklich zwei. Ich habe hier nochmal zwei Leine angebracht, dass es ein bisschen Spannung hat. Aber ja, was soll's. Für mich ist interessant, ob es mir aushält. So. Oh, ich will es nicht haben. Also ich probiere das jetzt einfach mal und toi toi toi. Gemütlich. Also wenn man das jetzt noch vernünftig hier oben abgespannt hätte. Aber da habe ich jetzt kein Paracord dabei. Ja, das ist schon nicht schlecht, so. Nicht verkehrt. Also sie hält mal, trotz meiner amateurhafte Knoten, wo ich gemacht habe. Ich zeige es euch mal genau. Wie gesagt, das war jetzt alles sehr spontan. Ich hätte mich überhaupt nicht informiert, wie man das macht am besten. Und ich habe das Teil echt das erste Mal halt im Gebrauch. Das heißt, ich habe da wirklich jetzt einen stinknormalen Knoten noch geballert. Und hier stinknormale Schlaufe. Sonst gar nichts. Normalerweise muss die hier, nehme ich mal an, müssten wir hier noch eine zweite Spanne, dass das Moskitonetz auch hier oben bleibt. Da könnte man sogar noch was zwischen rein machen, dass es ein bisschen auf Spannung bleibt. Ja. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das bei anderen Hängematte ist. Das Material hier kommt mir extrem dünn vor. Ich weiß auch nicht, was das für ein Material ist. Ich weiß nicht mal, was für ein Hersteller das ist. Wie gesagt, ich habe das Teil schon ewig im Keller rumliegen. Und ja, das war jetzt wirklich Zufall, dass wir da gestern drüber diskutiert haben. Und dann habe ich halt gedacht, die suche ich mal aus dem Keller raus und die probiere mal heute. Also sie scheint zu halten. Das wäre ja schön gewesen für euch wieder, wenn es mir komplett runtergerissen hätte. Aber es ist schön, also ich muss sagen, ich bin ja ein Bodenschläfer normalerweise draußen. Daheim natürlich auch Bodenschläfer. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn hier gescheit ein Sommer drin ist oder so noch, wäre das eigentlich nicht verkehrt. Aber die Viecher ist mal schön geschützt. Nicht schlecht eigentlich.
Doch. Also mal ausprobieren. Hoppala. Werde ich mal ausprobieren. Aber heute nicht auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, die meisten von der richtigen Bushcrafter in ihren Kanälen. Für die ist das ja gang und gäbe hier, denke ich mal, in einer Hängematte zu übernachten. Für mich war das jetzt halt echt wirklich Premiere. Und das Teil sowieso. Ja, ich werde es vielleicht nochmal irgendwann testen beim richtigen Overnight. Auf dem Acker ist es halt schlecht bei uns. Weil da gibt es leider nur kleine Obstbäume, die stehen wirklich in einer Reihe. Also da kriegt er das gar nicht aufgebaut. Aber wenn wir doch mal auf den Trackingplatz kommen oder so, vielleicht nehmen wir sie mal mit. Wie gesagt, ich bin halt mehr so der Typ Tarp aufgespannt und gut ist eigentlich. Oder halt Zelt. Das meine ich am allerliebsten, wenn ich ehrlich bin. Wegen der Viecher und so. Ja, falls die jemand von euch kennt, die Hängematte, kann er mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich gucke mal, ob ich es noch irgendwie finde, wo ich die bestellt habe. Ich denke aber bei Wish oder so wahrscheinlich. Und ich habe auch keine Ahnung, was sie mal gekostet hat. Wahrscheinlich war es sehr günstig, weil sonst hätte ich sie mir wahrscheinlich nicht geholt, denke ich mal. Das war ja so eine Kurzschlussaktion wahrscheinlich. Ja, aber interessant ist sie. Ich bin noch ein bisschen Angst, weil ich meine, sie hält mir so. Ich habe knapp über 80 Kilo. Muss man mal probieren. Ja, ansonsten, ich habe ja schon gesehen, Kevin, der Darksider on Tour, der hat ja auch eine schöne Hängematte. Schreibt mal, empfehlt mir mal irgendwas, wenn ihr Lust dazu habt, schreibt mir es mal in die Kommentare rein. Weil ich sollte mich doch mal langsam mit dem Thema befassen, Hängematte. Weil es fühlt sich eigentlich ganz gemütlich an, muss ich sagen. Und ja, wenn ihr irgendwas habt, was günstig, sage ich jetzt mal, wo was taugt oder so, oder schreibt mir mal einen Link rein zu irgendeinem Video oder irgendwas oder so, würde mich echt mal interessieren. Ansonsten, das war ein ganz spontanes Video und lasst euch nicht an meine Knoten aus oder an der Hängematte, war wirklich extrem spontan. Ich wollte eigentlich heute Messer vorstellen, was ich jetzt auch noch mache. Und ja, wenn es euch aber trotzdem gefallen hat, würde mir trotzdem natürlich über einen Daumen freuen oder Abo, wenn ihr noch keins habt und so. Und schaut euch bloß nichts hier ab, wenn ihr eure Hängematte spannen wollt, gell? Also ich muss das erstmal selber richtig auf die Reihe kriegen. Okay, ich werde jetzt noch ein bisschen chillen, dann habe ich noch ein Messer vorzustellen. Das war's, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Eigentlich echt nicht verkehrt. Noch einen Tarp drüber machen, der Hammergeil. Chillig. Echt chillig.